Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar bin ich heute mal nicht draußen, nicht in Nordheim, sondern hier in Heilbronn mal wieder. Und ich habe hier nach einem Jahr ungefähr, oder ein bisschen weniger wie ein Jahr, ein neues Gerät. Und so habe ich auch letztes Jahr dieses Video gemacht mit der Klimaanlage. Und ja, die habe ich jetzt zurückgegeben, weil ich hier ein besseres Modell habe. Ich habe gesagt, die kühlt nicht mehr gescheit, aber das ist egal. Soll damit machen, was sie wollen, die kann erst polen und weiß was ich. Ja, schlechter sein wie die andere wird sie definitiv nicht. Vielleicht sogar besser und leiser, mal gucken, ich weiß es nicht. Ja, und zwar ist das Gerät von Comfy. Mobile Klimaanlage, heißt MPPF112CRN7. Wen es interessiert, ich verlinke es auch noch drunter. Ist von Obi geholt, kriegt ihr aber auch schon überall sonst wo. Und das packen wir jetzt einfach mal zusammen. So, da haben wir das schöne Ding jetzt ausgepackt und ihr seht, habe ich auch schon alles schön hingelegt. Hier ist das Hauptgerät, da ist noch alles zugeklebt, was man irgendwie aufmachen kann. Ich zeige euch das gleich noch genauer. Da ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen kopflos wirke, zeige ich euch einfach mal, was wir alles ausgepackt haben. Wir haben einmal als Zubehör den Abluftschlauch, den wir auseinanderziehen und biegen und auch wieder platzsparend zusammenstecken. Dann haben wir hier eine gewisse Dichtung, keine Ahnung, die letzten Mal auch nicht gebraucht. Ein Deckel, und zwar ist das glaube ich der Wandanschluss, der wird in die Wand montiert. Dann haben wir dann auch zu, dass nach außen zu ist. Dann haben wir hier ein Adapterstück. Das kommt hier auf den Schlauch drauf. So. Und hier haben wir noch ein Adapterstück. Das kommt ans Gerät hinten ran. Und dann kommt der Schlauch da so drauf. Genau. Und hier noch ein Adapterstück für wieder dieses Schiebeelement hier, das wir so geliebt haben. Ist egal. Ist egal. Und dann haben wir hier noch ein kleines Paketchen mit anderem Zucker, einen Schlauch für Kondenswasser. Da kam nie was raus letztes Jahr. Dann hier noch irgendein anderes Teil. Keine Ahnung, muss man schauen, was das ist. Eine schicke, schicke Fernbedienung. Die sieht auf jeden Fall schon eleganter aus wie die von letztem Mal. Boah, die ist richtig elegant. Oh, oh. Temperatursensor hier oben drin. So. Und die sieht echt elegant aus, würde ich sagen. Richtig schickes Teil. Dann haben wir auch sogar Batterien dabei und ganz viele Anleitungen. Und für die Wandmontage das Zubehör, Schrauben und Abdichtband. Coole Sache. Dann drehen wir mal das Gerät um. Mal so gucken, uns das mal schön genauer an. Also, auch für euch. Ich bringe euch das mal ein bisschen näher. So, ihr seht das jetzt von oben und vorne, das ist praktisch. Hier oben haben wir jede Menge Knöpfchen. Wireless, also du kannst mit dem Handy tatsächlich verbinden, das probieren wir gleich mal aus. Swing, Sleep, Timer, wie schnell der Lüfter sich dreht und welchen Modus sie macht, also kühlen, trocknen, nur ventilieren. Hier die Displayanzeige. Tasten sowas wechseln und an- und aus-Taste so. Und es sieht auch wirklich eleganter aus wie das vom letzten Mal. So. Dann haben wir auf der Rückseite hier großen Luftentlass mit Filter. Können wir mal geschwind reingucken. So. Und hier ist so ein ganz, ganz feiner Filter drin. So, da sieht man es genau. So. Und hier hinten die Kühllamellen. Jetzt machen wir das Ding wieder zu. Und hier hinten kommt dann der Schlauch drin. Hier unten ist der Ventilator drin. Letztes Mal war er oben. Das ist vielleicht ganz praktisch, wenn der hinten ist. Und nicht direkt an der Öffnung. Und hier kam ja dann dieses Teil hier drauf gesteckt. Achso. Bisschen dumm, oder? So. Und hier kommt dann der Schlauch quasi dran, so. Fertig.
Und das ziehst du dann lang oder zum Fenster raus? Ja, aber wie gesagt, was das hier ist, ich habe keine Ahnung. Das sieht echt interessant aus, das Teil. Müsste ich noch rausfinden. Weiß nicht. Dann würde ich sagen, machen wir das Ding jetzt mal an und gucken das zusammen durch. Oh, da haben wir das Ding jetzt mal wieder aufgebaut, quasi wie letztes Jahr auch mit dem neuen Gerät. Und ja, genau wie ich das hier gemacht habe, zeige ich euch gleich. Wir haben jetzt alles hier, was wir brauchen, das Thema angeschlossen. Die Anleitung, die Fernbedienung, alles was runterfällt, das Handy. So, jetzt gehen wir erstmal in die Anleitung rein, weil hier in dieser Anleitung steht nämlich drin, das SmartKit, also für die App sozusagen und die Kamera, juckt es halt gar nicht, dass ich da gerade was davor halte, was sie vielleicht scharf stellen soll. So. Ja, aber mir geht wieder klar, ne? So. Also, wir gucken einfach mal durch. Da ist so ein QR-Code drin und damit laden wir die App jetzt erstmal runter. So, hier haben wir jetzt die App NetHome Plus gerade abgescannt. So, jetzt könnt ihr es auch eventuell sehen, wenn die Kamera da Bock drauf hat. So. Das öffnen wir jetzt mal. Unlimited Kundul steht da. Ja, da erstellen wir mal eben. Konto anmelden. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das nichts falsch machen in die Anleitung. Whatever, Alter. Head Device. Das ist eine tragbare Klimaanlage. Okay, da ist eine richtig coole Anleitung hier drin, die ich wieder scharf stellen muss. So, hier. Schalten Sie das Gerät an. Warten Sie 5 Sekunden. Okay, wir schalten das Gerät an. Jetzt boostet mir das Ding voll in die Fräse. Aber es ist kalt. Das ist schön. Okay, jetzt ist kalt. Alter, okay. Nächstes. Die WLAN-Taste, nicht die Swing-Taste hier. So, nächste. Am Gerät ist ein QR-Code. Ah, ja, cool. Das ist echt ein QR-Code. Jetzt habe ich einen QR-Code-Scanner hier drin. Alles klar. So. Cool. Jetzt hat er das Ding hier echt gefunden. Das Klimagerät ist ja richtig nice. Warum WLAN verbinden? Jetzt muss ich natürlich erstmal das Passwort wieder rausholen. Bitte geben Sie Ihr Passwort ein. So, Passwort haben wir eingegeben. Gut, dann passieren hier jetzt Sachen, die jetzt einfach konfiguriert werden und dann sollte das hoffentlich funktionieren, wenn ich hier nicht erfriere in der Zwischenzeit. Mal schauen. Jetzt bin ich wieder hell. Fertig. Klimaanlage ist online. Gold, Alter. Jetzt haben wir hier alles draufstehen und dann gehe ich jetzt hier auf Klimaanlage und dann steht hier aber alles, was ich denn kann. Das ist voll cool. Geil. Lüfter, wir stellen das jetzt einfach mal hoch auf 30 Grad. So, und man hat es direkt gehört, die Klimaanlage geht aus. Es ventiliert jetzt noch. Stellen wir es wieder runter auf 17 Grad. Hat schon wieder gepiept, hat bestätigt. Es geht gleich wahrscheinlich wieder. Jetzt muss ich kurz warten, weil es Pause macht. Lüfter. Geht nicht so, okay. Ah, hier. Hoch. So. Man hört es direkt. Und ich kann es ausschalten. Und aus. Ist das cool. Und jetzt kann ich wieder anschalten. Jetzt muss er halt kurz. Ja, jetzt geht sie hier im Hintergrund gerade auf. So, und jetzt schalten wir sie wieder aus. Und sie geht zu. Ist das ein cooles Teil, Alter. Was können wir hier noch? Zeitpläne können wir erstellen, wann sie an- und ausgeht. Ist das cool. Das machen wir für Arbeit auf jeden Fall. Hier, da kann ich Zeitplan machen. Und dann kann ich hier verschiedene Zonen hinzufügen. Und dann geht ihr einfach an, bevor ich Feierabend habe. Für den Schlaf haben wir was. Prüfen. Okay, was auch immer das kann. Ich weiß es nicht. Geräte freigeben, nee. Ja, cool.
Und solange das hier steht und angeschlossen ist, kann ich das von überall an- und ausschalten. Ist das geil? Und da kann ich jetzt jedes Gerät, das ich davon habe, quasi hinzufügen. Geil, Alter. Hätte ich so Bock, direkt noch mehr zu kaufen, wenn ich das Geld hätte. Na ja. Gut, so viel haben wir die Anleitung ja nicht gebraucht, außer den QR-Code hier zu holen, von dem die App dann kommt. Ja, und jetzt müsste ja auch die Fernbedienung funktionieren. 24, nee, jetzt machen wir wieder runter auf 17 Grad. Ja, die zeigt ja bekanntlicherweise auch an, was gerade Sache ist. Und mein Gesicht braucht es jetzt nicht scharf zu stellen. Aber die liebe Kamera, da muss ich irgendwie noch was finden dafür, keine Ahnung. So, ja, geiles Teil. Und da kann ich hier auch dann ausschalten. Cooles Teil auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das war's dann auch von mir. Hoffe, es hat euch gefallen. Das Ding steht jetzt erfolgreich da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Das war mal wieder ein anderes Video, wie ich eigentlich auch gerne mache, aber halt nicht so viel Möglichkeiten dazu habe. Genau, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Sommer. Viel Spaß mit dem Gerät. Das ist cool. Richtig cool, im wahrsten Sinne des Wortes mal wieder. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich habe gesagt, ich zeige euch noch die Befestigung. Und zwar haben wir hier wieder so auseinanderschiebbare Teile. Und dieses Mal habe ich sie einfach mit direkt Schrauben hier in den Löchern. So PC-Bauschrauben auf beiden Seiten einfach festgemacht. Und dann hier halt wieder die Polster dazwischen geklemmt, die ich letztes Jahr so schön zugeschnitten habe. Ja. Ich bin stolz drauf, das ist toll. Nur für Nordheim müssen wir uns noch was ausdenken, weil da habe ich ja ein Fenster, das rechts und links direkt eine Wand so bündig hat. Und mal schauen, wie ich das da rauskriege. Wird schon irgendwie klappen. Mal gucken.